Hello people, willkommen zurück zu Let's Play Hyper Mario 2. Das letzte Mal war nicht stehen geblieben und hier machen wir jetzt weiter. Oh Gott, Hilfe. 9. Und so. Schnapp dir die Blume. Okay, Leute. Ich habe nachgeguckt, wo das Secret Exit ist. Und man muss hier tatsächlich das ganze stinkende Level nochmal spielen. Leute. Also man muss dieses Level wirklich nochmal machen. Und das pisst mich sowas von an. Wirklich. Ja, man muss das Level wirklich ganz bis zum Ende spielen und natürlich verrecke ich dabei 10.000 Mal, das ist ja klar. Ich kann ja das nicht ohne Verrecken machen, ja klar. Ach. Nervig, nervig, nervig. Das nervt einfach nur. Außerdem, dass ich das verdammte kackenlange Level nochmal spielen muss. Das Level ist auch kackenlangweilig und ich bin jetzt generell ein bisschen angepiest. Ja, aus meinem Vokabular vielleicht erschließen könnte. Och Mann, wieso tötet er mich? Ich meine, mein Gott, ich hab da noch gar nicht berührt. Hallo? Ha. Scheiß Hitbox in diesem Spiel. Scheiß Hitbox. Ha. Ja, nochmal für den Normal Exit haben wir hier den P-Switch gedrückt. Für den Secret Exit muss man hier unter diesem Fragezeichenblock den P-Switch drücken. Mein Gott. Ich bin froh, dass ich nachgeguckt habe, weil ich hätte jetzt absolut keinen Bock gehabt, das Level nochmal, das komplette Level nochmal so durchzusuchen. Aber immerhin ist der schlimmste Horror jetzt vorbei. Jetzt kommt nur noch das, obwohl ohne Vorspulen wäre das bestimmt dermaßen langweilig. Nee, Leute, ohne Vorspulen würde ich diesen Abschnitt auch nicht haben wollen. Ach, das wäre dann auch der schlimmste Albtraum des Jahrtausends. Ich meine, guckt euch das an. Mit Vorspulen kann ich mich ja noch davor irgendwie retten. Und weh, ich verrecke jetzt. Dann hau ich was kaputt, wenn ich jetzt verrecke. Oh Gott, das war sowas von knapp. Die Eeries tauchen auch immer da auf, wo man die absolut nicht haben möchte. Das ist auch so eine Tatsache, die mich anpisst. Ach. Wetten, jetzt tötet mich ein Bullet Bill. Oh, fuck. Das war so kurz vor davor. Jetzt aber nur noch ein Big Boo Boss Fight und das war's. So, Vorspulen und stirb, du Arsch. Dankeschön. Okay, haben wir dann einen roten Switch. Ich werde jetzt erstmal das Level machen, weil wegen Abspeicherzeug und sowas. Deshalb halte ich das für günstiger und... 5? Ich glaube, da muss man 5 Yoshi-Coins sammeln, oder? Könnte das sein? Fragt sich nur, wo man diese 5 Yoshi-Münzen findet. Warte. Okay, vielleicht sollte ich erstmal hier... das Zeug nach dem Pilz durchsuchen, ja, und ausgerechnet im letzten Block ist dann einer, typisch. Okay. Ich dachte vielleicht in der Luft, ja, genau hier könnten welche sein. Also Yoshi-Coins meine ich. Ach, Menno. Dritte Münze. Münze Number 4. Hilfe und... ja, vielleicht finden sogar... ja, oh, wir haben sogar noch die 5. Cool. Ja klar, natürlich geht's immer noch nicht durch. Warte, kann ich da nach oben? Ach, Leute. Ich glaube, das hat sich als Druckschuss erwiesen. Oder die scheiß Custom-Blöcke funktionieren mal wieder nicht. Eines von beiden. Och Mann. Ach Menno. Oh, was soll der Scheiß? Ja, tut mir leid für meine Ausraster. Ich bin generell ein bisschen angepisst. Und ich habe jetzt keinen Bock zu sterben. Das möchte ich nicht. Ich will das verdammte Level schaffen. Das will ich. Nichts anderes.
Aber das wird mir ja eh nicht gegönnt. Ich muss ja immer sterben und verrecken und bla. Warte, meine letzte Vermutung wäre, kann man hier hoch? Och, natürlich, und natürlich macht er keinen Shelljump. Das pisst mich auch sowas von an. Mein Gott, was soll der Mist denn hier? Ja, ich weiß, dass die Zeit drängt. Das brauchst du mir nicht sagen, du Lutscher. Hilfe, Hilfe, Hilfe. 9. So. Hoch und geschafft. Ach, weil wir noch 4 Leben haben, werden wir 8. Ah, das geht auch schon mal gut los. Ein Fisch und ein Pi-Ballon. So eine Kack-Kombination habe ich noch nie gesehen. Ach. Alter, weiß ich, wir machen erstmal... Och, Menno. Wir machen erstmal hier... Was... Och, Menno, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte eigentlich erstmal das Level machen, weil... Wegen Dingensbums. Also, weil wir noch viel Leben hatten. Wegen Abspeicherzeug und... Ach, mein Gott. Kannst du nicht mal ein bisschen weiter unten bleiben, du blöder Sack? Das wäre ganz nett. Mann. Och, fuck. Oh, Menno. Wieso? Och, wieso? Gehst du da mal rein, du Ömmel? Ach, das nervt. Mann, wieso kannst du nicht mal diesen Pi-Ballon schnappen, ohne da gegen die Mannschaft zu knallen? Ach, geh doch. Mein Gott, ich verstehe nicht, warum Mario die Macke hat, dass er immer so nach oben geht. Was soll der Scheiß? Aha. Vorspulen, das ist mir alles zu lahm. Und natürlich fliegt man durchs Wasser durch. Ach ja. Na gut, dann machen wir hier den Switch zuerst. Na. Ich bin jetzt nicht so gut drauf, wie man hier vielleicht sehen kann. Und auch kein Switch-Jump, na toll. Ach, das finde ich auch kacke. Ich finde das hier generell ziemlich kacke, was hier gerade abgeht. Okay, immerhin etwas. Und diese Switch-Blöcke helfen mir da eigentlich auch nicht wirklich viel. Von daher ist es mir ein Rätsel, warum der Steller die hierhin gemacht hat. Och, Menno, Menno, Menno. Ach, doof. So, jetzt werden wir versuchen, diese miesige Mistkacke zu sagen. Okay. Oh fuck, mein Gott, ich hasse das, wenn ich warten muss. Ich spule immer vor und dann wird man prompt dafür bestraft. Ich hasse es. Ach man. Ah, mein Gott, wieso ist denn das hier so lahm? Warum? Warum? Okay, ich zwinge mich mal jetzt nicht vorzuspulen. Ach man. Ja, natürlich fliegt er dann auch noch gegen die Decke. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ach. Wetten, jetzt knallt er wieder an die Mannschaft. Ja. Wetten, jetzt schafft er das nicht mehr bis dahin. Ja.
Doof. Ach Mann. Fick dich, du scheiß Spiel! Och Mann, das ist einfach nur nervige, kotzige Kotzscheiße. Ich könnte auf den Boden koten, das ist einfach nur... Ich hasse es! Fick dich! Das ist zum Hentai machen! Das ist zum... Ach... Wehe, jetzt sterbe ich schon wieder. Ich hab bei mir nicht keine Lust mehr auf dieses Kacklevel. Nervige Wartezeit, Langeweile, zusammen mit irgendwelchen Scheißfallen, die mich immer töten. Zum Beispiel der dreckige Mist. Ja, na natürlich. Und dann passiert das hier schon wieder. Ach, Analdreck, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich muss es ja wohl machen. Weil ich bin dazu gezwungen, hier dieses Video. Dieses mistige Video jetzt zu machen, weil ich sonst morgen nichts mehr zum Hochladen habe. Verdammt. Oh. Oh, fuck. Das war Glück. Das war wirklich Glück. Mein Gott, ich bin wirklich zu ungeduldig, um mal nicht auf die Vorspultaste zu holen. Vielleicht sollte man auch die Vorspultaste mal disablen. Vielleicht würde das was nützen. Punkt Geduld. Ach, mein Gott. Ich würde sehr begrüßen, wenn mal irgendwann das Ziel kommen würde, versteht er? Vergiss es. Och Mann, Leute. Wie soll man denn da rankommen, bitteschön? Weiß ich, glaube, ich brauche das Ding noch nicht mal. Weil, oh mein Gott, da waren noch keine Anzeichen eines verschwindenden Ballons zu erkennen. Aber ich will das Level schaffen. Ich habe das jetzt angefangen und jetzt will ich das schaffen. Ach. Mein Gott, das ist doch nervig, immer diese leere Luft, durch die Mario da so durchgleitet. Oh, und... Ach Mann, und wieso? Und beinahe wäre es soweit gewesen, aber nein, der muss ja jetzt so... Ach, ich bin einfach nur angepisst von dieser dreckigen Mistkacke. Wovon ich aber besonders angepisst bin, ist, dass ich da das irgendwie... Na gut, der wahre Grund, warum ich jetzt so angepisst bin, ist, dass ich das schon mal versucht habe aufzunehmen, dann aber Avinemux gesagt hat, fick dich, ich render die Datei nicht, Zumindest ich komplett. Was nur, weil da irgend so ein scheiß Fenster mit einem Part aufgeploppt ist und... Was pisst mich halt einfach an. Sowas kann ich nicht ab. Vor allem, wenn ich gerade etwas Schwieriges geschafft habe und dann kommt gleich die Erniedrigung. Du hast es nicht geschafft, du Sack. Ach, mein Gott. Es ist einfach nur zum Koten sowas. Warum muss dieses scheiß Realtek Auto Manager Teil überhaupt aufgehen? Ich verstehe den Sinn halt auch gar nicht. Mein Gott, ich habe mein Möglichstes versucht, damit das nie wieder erscheint. Aber ich kann das irgendwie nicht ausstellen. Mein Gott, der Sound ist doch so völlig okay. Ich verstehe nicht, was dieses komische, blöde Fenster da überhaupt will. Ja, so viel zum Thema, warum ich jetzt angepisst bin. Ich glaube, da wäre jeder angepisst. Mir jetzt nicht vom Spiel an sich angepisst, sondern davon angepisst. Was dieses scheiß Programm da irgendwie macht. Ich war hier schon bei diesem Level, ich hatte das schon alles so bequem und schön gemacht, aber nein. Natürlich wird meine gesamte Arbeit wieder ruiniert. Wetten, hier kommt jetzt kein Ballon mehr, wetten. Ja, das war sowas von klar, dass ich da in die... zu dieser Scheiße runter muss. Ach. Ich kotze gleich auf den Boden. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Mist. Ganz ehrlich. Ah.
Mein Gott, ich glaube, jetzt muss man runter, oder? Nee, das war erst eins später. Also, und unten rückt mir dann der scheiß Fisch auf die Pelle. Jetzt verstehe ich den Kram. Aha. Aber jetzt muss ich runter. Wieso? Ja. Och Mann! Wieso fliegt das Scheißteil dann auch noch nach links? Ankotze Nummer 189. Gefühlt. Bitte! Och mein Gott. Endlich, immerhin Midway Point. Das Ziel wäre natürlich noch mal eine Nummer besser, aber Midway Point ist immerhin etwas. Hä? Ja, natürlich. Pi-Ballon-Mist geht weiter. Ach. Kann man hier wenigstens drin schwimmen? Nö. Kann man nicht. Warum? Warum denn? Ach. Na gut, wenn das nichts weiter gibt als Bullet Bills, ist das okay. Aber der Fisch kommt auch hier. Das ist voll kacke hier. Und wetten, ich gehe jetzt Game Over. Das wäre auch so typisch. Und dann kommen so solche Drecksstacheln. Ach. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Oh.